Oh. Oh. Ah, danke. Koralle. Jo. Genau so. Jetzt ausrichten. Gerade. Jawohl. Spitz. Raus. Okay, sehr schön. Jetzt musst du nochmal machen, ja? Jetzt musst du noch einmal die Intertube machen. Und danach fährst du. Nein, fahr! Oh. Hallo. Hi. Ich bin unten, Bremse. Als ob wir den gerettet haben, Alter. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Nussbring-Episode Let's Play GTA 5 Online. Ja, ihr habt es euch gewünscht und heute ist es soweit. Korallentraining mit The Little und in dem Fall unser Gastgeber Olef. Einen wunderschönen guten Tag, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wunderschön. Ja, so, Olef. Mal die Kamera. Okay, let's go. So, erstmal bevor es losgeht, Grüße von Pizza. Ah, Grüße zurück. Hallo. Weil der gute Herr hat erstmal heute Morgen noch mit mir Frieden angerufen und gefragt, ob er irgendwelche Maps noch kennt zum Korallen trainieren. Echt jetzt? Ja. Und auch Grüße von Pizza generell, meint er. Ich fahr Mitte. Danke, Olef. Ich fahr unten. Ah, die hast du geschafft? Ja. Wo hast du die jetzt gemacht? Vorher, also da, wo du sie auch gemacht hast. Ja, ich hab die nur da gemacht, wo Olef die gemacht hat. Ah, oh, geil, noch eine. Immer schön direkt auf den Umspielen. Okay, ich hab's verkackt. Juhu! Geil! Oh, dann kommt auch gleich schon der erste Punkt. Das ist nice. Also ich werde heute ein bisschen zwischen den Sichten zwischen und so weiter und so fort. Weil Olef, der kann hier ordentlich Sachen erklären. Und dann seht ihr halt auch nochmal, wie ein erfahrener, guter GTA-Spieler diese ganze Kiste macht. Also bitte nicht wundern. So. So, sehen wir eins, Olef. Ich mach die. Ich glaube, ich überdrehe mich noch nicht so richtig. Was machst du da, Olef? Du ich kleiner respawn jetzt mal für mehr. Dass ich sehe, wie es funktioniert bei dir. Also die erste kriege ich irgendwie hin. Aber die zweite nicht. Ich glaube, das macht aber auch dieser. Wie rum man es besser kann. Glaube ich. Ja, ich kann auch vieles besser mit D-Tippeln anstatt A. Ich weiß nicht, ob sie gut war, egal, aber ich hab sie. Warte, wo muss ich hin? Ah. Oben Flip. Ich dachte, ich verkack's gerade, aber nee. Okay, hab den Punkt. Ah. Da kommt ein Sohle. Alter, ich dachte, verkackt ist der so witzig gewesen irgendwie. hier finde ich es auch schon vor zu machen, die Koralle, also in die Tube rein. Ja, habe ich gerade auch gemacht, nur habe ich mich in der Tube überdreht. Ich auch, falsche DPI. Falsche DPI! Oh. Und so als Vorwarnung, es kommt danach noch mal ein bisschen. Sorry. Bei der Typ danach empfehle ich es auch nochmal zu machen. Hä? Ich überdrehe mich da. Da ist der Zeitpunkt entscheidend. Ah, okay. Gut. Das wäre zum Beispiel klar. Jetzt habe ich die Koralle gemacht, weil es halt. Ah! Hallo! Weil es ein Korallentraining ist, ja. Aber normalerweise, sage ich auch ganz ehrlich, wäre das eine Tube, wo ich vorwärts reinfahren würde. Mhm. Ja. Und oben den Bumper mitnehmen würde. Man kann auch im Reinfahren dann die Koralle machen. Ich mache ich auch öfters. Ich stoß immer ganz gerne mit der Front gegen den Bumper. Oh, okay. In der Hoffnung einfach meinen Spoiler zu schützen. Ich hatte das jetzt so oft schon. Oh mein Gott, Olef. Sag mal. Zu viele Crashes. Runter? Not good, diese, weißt du.
Oh ne. Da. Nein. Okay, der Bumper bei mir. Den habe ich scheiße genommen. Der zweite ist ein bisschen fies, weil da kein Speed ist. Richtig. Oh. Boah. Ah, danke. Koralle. Ein Ding. Mehr oben flippen. Oh. Ach so. Ah, da. Hä? Ach, ich muss. Siehst du jetzt? Ich hab den Weg nicht so gefunden. Egal. Ja, du hast die Wegfindung und nicht so. Nein, zu weit oben. Okay. Ich muss wahrscheinlich so die Koralle machen, dass ich schon vorher rückwärts bin, bevor ich dann an diesem Element bin, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Und da du nach oben möchtest, im Idealfall leichten Winkel nach oben haben. Dann kannst du eigentlich ziemlich smooth und locker nach oben fahren. Ja, genau so. Oh. Wow, Alter, das ist los, Digga. Oh, hallo, oder? Ich hab mich gerade eventuell ein bisschen eingeschlitzt. Hallo. Soll ich es vielleicht nochmal vormachen, ne? Warte. So, verstehst du es? Ich verstehe das Prinzip, aber ich überdrehe mich da. Ich glaube, ich muss die noch ein bisschen früher machen. Oder ich mach die. Ja, ich bin genau hinter dir. Ich mach die jetzt hier und tippel auch direkt gegen. Aha, okay. Okay. Aber ich habe festgestellt, wenn du die wirklich richtig perfekt machst, musst du nicht mal gegen tippeln. Weil du halt den Winkel nach oben dann hast, den du brauchst, weißt du? Jo. Aber jetzt gerade bei meinem Zweiter musste ich auch gegen tippeln. So zweimal so kurz tipp tipp und dann war das Ding eigentlich auch wieder gegessen. Und hier genauso wie gerade eben. Ah, warum sind alle? Ja, ich habe mich irgendwie irritieren lassen von Aris. Sorry, es war nicht mehr. Weil er die nicht vorher gemacht hat, deswegen. Ja, weil. Ich wollte dort ein bisschen Speed haben. Was ist mit der Tube? Du musst den nochmal machen. Ja, perfekt. Jetzt muss ich auch wieder sehr. War ich gerade zu hektisch. Der ging ganz ruhig bleiben. Nee. Würde ich keiner verurteilen, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass die Leute das hoch anrechnen. Oh, Alter. Dass wir hier die Nummer machen. Perfekt. So. Ich habe den Punkt. Mit Koralskis. Sehr schön, sehr schön. Also muss ich die dreimal machen. Ja, so genau. Ja. Ja. Das sieht so gut aus. Nach oben? Aber, ja. Ich war nicht so steil nach oben. Das ist halt das Miese, ne? Ja, perfekt. Ich muss auch wirklich sagen, ich mag die zweite Koralle eher weniger, aber kommt relativ oft vor, deswegen ist es gut, dass es dran kommt. Oh mein Gott, hast du mich erschrocken. Das war schon ein bisschen knapp. Er will heute abräumen. Ja. Okay. Ja, bist zu weit unten angekommen. Okay. Ah, Mann. So, damit wir beide Sichten am besten auch mal haben. Hocke ich in eine kleine Fliegerchen. Hallo? So. Ja, schade. Übrigens, wir haben GTA-Modus drin, aber nein. Nicht zum Ballern. Also, meh. Meh. Lul. Hast du mich gerade erschrocken? Sorry. Oh. Ah, ich muss gerade gegen den Bumper fahren, ne? Rückwärts gerade, ja. Würde ich machen. Ja, ich hab's schräg gemacht und der hat mich ins Nirvana gebombt. Ja, relativ gerade. Okay. Ah, Olaf macht die zweite Koralle da auch ein bisschen anders als ich. Ja, ich mach's so richtig.
Ich habe die auch richtig gemacht. Nur, dass ich in der Tube nach oben noch ein bisschen gefahren bin. Oh, dass ich den gerettet habe. Und die Koralle auch in der Tube gemacht habe. Das war mal interessant gerade zu sehen, dass du die Feuer machst. Ja, und dann genüsslich. Dann hat man halt auch noch ein bisschen den Speed. Weil das ist immer ein bisschen anstrengend. Nein. Ah, ich wollte die anschubsen. Oh je. Da war ich ein bisschen zu weit oben. Ach. Ich krieg's irgendwann noch hin. Ah, kein Stress. Ich hab Zeit mit Bock. So. Die sah hoffentlich einigermaßen brauchbar aus. Oh! Ich dachte, du wärst oben. Besser gewartet. Ja, nicht gebannt, ne? Nee. Du musst halt auch ein bisschen mit Speed gegen. Ja, wahrscheinlich war ich zu langsam. Ja, am besten versuchen, so steil wie möglich direkt hochzufahren und dann gerade gegen. Die Koralle, die du jetzt gerade gemacht hast, kann ich einen Ticken früher. Von der Ausführung war die schon ganz okay, aber. Ja. Yeah. Siehst du? Ja, ich habe manchmal so Tries, die funktionieren. Wow, lul. Und dann hast du so Tries, dann hast du fast Olaf noch weggeräumt. Ja, der war du überdrehst. Nee, der war so super scheiße. Du bist ja nur nach oben gefahren. Ja, ja, ja. Ich hab's gemerkt. Mhm. Perfekt. Nur, ja. Da ist auch bei dir. Bei dir ist meistens, sehe ich gerade, einfach so eher die Timing-Sache. Ja. Das ist es. Der wiederum war sehr schön. Ja. Nichts auszusetzen. Trau dich bitte in diesen Tubes. Ja. Wenn die so doppelt gebaut sind. Bisschen steiler ruhig nach oben zu fahren. Die Miese schafft das. Hey. Siehste. Die war schon mal sehr schön. Mhm. Jetzt sehe ich auch mal, was hier Phase ist. Bisschen zu früh, aber sonst sah es gut aus. Super. Ausrichten? Ja, ja. Ja, da ein bisschen zu viel. Ja, bisschen und zu viel ausgerichtet. Ja, Olaf hat den Bumper, zu langsam. Ja. Weil zu spät. Du bist sehr weit nach oben gefahren, dadurch verlierst du natürlich Speed. Ja. Olaf hat den Bumper sehr weit unten genommen. Ich will den retten. Das wäre jetzt frech gewesen, hättest du den gerettet. Der wäre jetzt ein bisschen frech gewesen. Ich glaube auch, dass so eins dieser Probleme ist, du würdest niemals on-stream auf die Idee kommen, dieses Element, wo du jetzt gerade bist, mit einer Koralle zu machen. Niemals. Ja, du wirst es wie Anime machen, mit geradeaus fahren.
ja. Ja, das wäre ja der zweite. Der zweite wäre so ein Land für die Anime-Drehung. Ich könnte ja theoretisch mal da gerade. Warte. Jetzt. Mann! Oh, fuck. Ein bisschen steiler nach oben. Du kannst auch den Bumper von unten ein bisschen seitlich nehmen, dann sollte es auch funktionieren. Hey, dass ich mich da so oft überdrehe. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was die Anime-Drehung ist. Ich schau da mal hin. Ah, ich komme gar nicht gegen halt. Ja, man fährt gerade gegen und dreht sich dann. Ich mach dich schon wieder zu spät, kann das sein? Ich hab dir gerade nicht zugeguckt. Okay. Ich versuche hier gerade die Autoleiche wegzuräumen. Weil wenn ich mich im Flieger verwandle, dann bleibt hier trotzdem Auto vor mir stehen. Mir fehlt immer noch das Gegentippeln, ne. Aber wie soll ich denn gegentippeln? Wenn du die Koralle machst und schon rückwärts bist, perfekt, dann eine Taste drücken. Sekunde, ich muss gerade selber gucken, welche Taste es ist. A oder D halt. Eins von beiden ist es halt. Ja. A ist es, wenn du jetzt von hier kommst, und D ist es auf der anderen Seite. So, A. Aber das brauchst du auch nur, wenn der Winkel nicht stimmt, ne? Also. Oder wenn du halt komplett schnell machst. Ja. Ja, ich versuche halt mit der Maus dann zu korrigieren. Dafür ist die Maus nicht da. Mit der niedrigen DPI ist schwierig, es sei denn, du hast den großen Tisch. Ja. Da ist es wirklich leichter. Arbeite mit beim zusammen quasi. Aber ich habe noch nie gegen getippelt, bin ich ehrlich. Da brauchst du es auf jeden Fall die. Hoch. Und. Du gehst immer noch zu seitlich an den Bumper ran. Ja. Ich seh den Bumper halt auch. Es ist schon schlecht. Feeling. Man sieht halt wirklich. Als Tastaturspieler sieht man ein bisschen schlechter. Controller-Spieler kannst die Kamera ja immer noch so ein bisschen ausrichten. Da geht das noch. Aber. Ja, schaffst du ja schon. Was ich bei dir auf jeden Fall noch merke, ist, dass du ein bisschen Respekt vor dem Haustier hast. Ja, ich habe dieses Timing meistens nicht. Oh, das sah gut aus. Jetzt, gerade. Oh, fast. Mann. Du warst noch in diesem Drehprozess. Du musstest quasi abgeschlossen haben. Bevor du an dem. Aber wie steil muss ich denn bitte hochziehen dann? Kannst eigentlich ziemlich, weil du wirst ja dann wieder gerade und dadurch, wenn du dann gerade bist, baust du wieder Speed auf, weißt du? Aber ich würde dir vielleicht noch empfehlen, die Koralle ein bisschen später anzusetzen. Später? Bei der zweiten? Ja. Weil dann hat sie noch direkt den Winkel nach oben. Yo! Genauso. So. Jetzt ausrichten. Gerade. Jawohl! Speed. Schön. Raus. Okay, sehr schön. Oh, jetzt muss ich nochmal machen, ja? Jo. Jetzt musst du noch einmal die Inner Tube machen. Und danach fährst du. Nein, fahr! Ich glaube, okay, ich bin jetzt wird die Koralle ein bisschen knackig. Oh, nein, bist du nicht. Mach. Oh! Nee. Nein! Alter, das ist. Oh, ey. Aber perfekt, so kannst du nämlich die zweite nochmal üben. Ey, ich krieg's nicht hin. Vor allem nicht mit dem Gegentippeln. Ich denk nicht dran. Setz dich nicht unter Druck. Irgendwann machst du das ganz locker flockig aus dem Handgelenk. Ja. Entschuldigung, außer Hufe. Easy. Danke. Nee. Oh mein Gott. Das war nicht konzentriert. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Map bisher, weil
Du machst halt die gleichen Korallen mehrfach. Ich rette mich. Also, ja, da hast du Trainingsmomentum noch mal ein bisschen. Zum Verinnerlichen. Genau. Ja. Also danke auf jeden Fall an Pizza, dass er die Map noch mit Freelance zusammengefunden hat. Ja, von meiner Seite auch. Fettes Dankeschön. Dankeschön. So, ausrichten. Yay, das war... Hast du gemerkt, ne? Du warst nicht optimal dran. Ja, aber Olaf meinte doch, dass es so leicht schräg sein kann. Ja, aber ganz unten sehr leicht. Ach so, nur ganz unten. Ja. Aber ich würde immer gucken, dass du gerade gegen fährst. Ja. Olaf hat quasi das Eckstück erwischt. Und da kannst du dann natürlich auch ein bisschen schräg sein. Das ist scheißegal. Das ist aber auch ein bisschen schwieriger. Ist schwieriger. Bei dir sah es wieder super easy aus, ne? Aber man kennt's ja. Yo! Aber das Momentum der Koralle ist jetzt auf jeden Fall raus. Mann, ich... Ich fehlt nur noch das Timing zum gerade werden. Ja. Und das etwas steiler nach oben gehen. Du traust dich da irgendwie nicht so richtig nach oben zu gehen. Das kann dir in einigen Maps leider zum Verhängnis werden. Ich habe das mit dem Stein nach oben fahren sehr, sehr früh gelernt. Das ist aber eine Fähigkeit, das können die Jungs nicht mal vorwärts. Teilweise. Stein nach oben fahren? Ja. Jo. Kann ich auch nicht. Noch nicht. Noch nicht, nee. Deswegen sah ich es ja. Ah, nach oben. Und jetzt ausrichten. Bam. Perfekt. Und jetzt abfangen. Ganz ruhig raus. Perfekt. So, jetzt machst du den Ballrewechsel. Diesmal nicht. Ja. Den hast du beim letzten Mal nur verkackt, nur damit du das Element nochmal üben darfst. Ja, ja, klar. So, jetzt nochmal eine schöne Koralle. Jawoll. Geht doch. Schönes Timing mitgenommen. Ausgezeichnet. Jetzt den Schmutzigen mitnehmen und einen kleinen Long Jump. Mhm. Hallo, Matt! Hallo! So. Ne? Wenn man weiß, wie es geht, ist einfach. Oh, okay, in solchen Tubes mache ich immer die Arschdrehung. Tatsächlich. Aber. Wo ist denn der Rampe? Ist der unten? Na, ich will dich jetzt nicht wegjodeln. Hä? Wo ist denn der Bumper? Oben. Ganz oben. Habe ich beim Reinfall schon gesehen. Da. Oh. Da brauchst du beim Überdrehen keine Hand, keine Handbremse. Ja. Und das Gegentippeln. Da brauchst du es. Also da habe ich es jetzt auf jeden Fall gebraucht. Ich musste jetzt zweimal mit D gegenarbeiten. Jo. D. Gegentippeln ist wirklich das A und O bei der Koralle eigentlich. Ich hab noch nie gegengetippelt, bin ich ehrlich. Oder im Unterbewusstsein, ich weiß es nicht. War nach oben. Deswegen überdrehst du dich auch manchmal zu schnell. Ja. Okay, Speed. Oh. Okay, ich bin rückwärts. Aber habe ich jetzt gegengetippelt? Ich hab's nicht gemerkt. Ich glaub's gar nicht, wie viele Sachen ich in GTA unterbewusst mache. Ist wie Autofahren mit Gangschaltung. Irgendwann denkst du über den Prozess einfach. Ah, da hinten fährst du ja schon lang. Irgendwann denkst du über den Prozess mit dem Schalten gar nicht mehr nach. Das ist so, das sind Automatismen einfach. Ja. Und ähnliches. Wow, da warst du aber sehr am Rausjodeln, ne? Wäre das jetzt ein kurzer Ballreifwechsel gewesen, hättest du den verkackt. Gar nicht wahr. Oh. Vergesst, dass wir GTA haben. Okay. Ja, mein Auto fährt einfach runter. Tschüss. Den hab ich jetzt aber auch sehr. Oh, okay, das ist. Das ist. Oh, schön. Alter, hier ist ja alles dabei. Finde ich gut. Finde ich gut. Lol.
Wohin, Olaf? Hallo? Wo ist denn? Ist schön hier. In die landschaftlich schönere Strecke in Baden-Württemberg natürlich. Okay. Oh. Hä? Aber warte mal. Ergibt Sinn, wenn da eine Bremse ist. Jo. Bei der Koralle habe ich die so ein bisschen getimt, dass ich einen leichten Bremsi mit hatte. Puh, okay. Ja. Unten halten. Oh. Ja, ich kann noch nichts damit. Ich bestaune immer wieder unser Bettlack, so vom Timing. Alter, was ein Speed hier gerade. Nein, krieg Windschatten. Speed? Alter Schwede. Oh Mann! Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich was machen muss. Wie man die macht. Oder wie? Ja. Du setzt die Koralle so an, dass du quasi es timest, dass du mit der Schnauze unten bist, wenn die Bremse kommt. Dann hast du einen leichten Bremssprung, ja. Und wenn du das dann hast. Genau. Und wenn du das dann hast, wärst du unten raus. Komm zum Ballreibwechsel. Alter, scheiße. Bin extra raus. Ich hab mich gerade ein bisschen eingekackt hier. Hallo. Leben am Limit! Aber ich über. Hä? Hier zum Beispiel, lieber Ares, wäre doch mal unsere Flieg-Flieg-Cam geil. Warum hyperflippe ich jetzt die ganze Zeit? Oh, ich hab sie. Nein! Oh, der kam ein bisschen. Das kam ein bisschen früh. Ja, danach unten halten, wo du den Speed siehst. Den Tipp, den ich dir geben kann, du weißt ja in etwa. Und das ist auch eine Sache, die ich arschlange verkackt habe. Oh. Die hat Olaf mir auch tausendmal gesagt. Rechtzeitig C drücken. Jo. Das heißt, quasi kurz bevor du den Impact hast, nach unten. Schau nach unten. Ja. Mhm, also instant nach unten. Okay. Ja. Mhm. Ne, also, das rettet wirklich viele, viele Maps. Oh. Gut aus. Ja. Runter. Sehr schön, nach oben, nach oben, nach oben. Mhm. Einen Wallride-Wechsel und dann hast du's. Olaf hat zerkackt. Ja, ich hab keinen Bumper mehr. Kein Bumper mehr? Ja, ich hatte den Punkt auch schon eingesammelt dann. Achso. Achso. Okay. Das Magie-Tipp weiter. Und ja, ja, natürlich. Muss lernen. Muss alles in meinen Kopf prügeln. Alter, ich dachte schon, mein Spiel hat sich aufgehangen. Wäre belastend. Nee, aber meine Cam hat sich aufgehangen. Oh. Lul. Ja. Muss die einmal kurz, glaube ich, disconnecten und wieder connecten. Einmal hier. Jetzt kommt die Koralle, die du gestern schon so ein bisschen erklärt hast für Salzi. Mhm. Oh. Ja, benutzt mich halt einfach als Bumper. Okay, Olaf. Olaf hat mich einfach als Bumper benutzt. Ja, danke schön, ne? Ja, gerne. Kein Problem. Ich dachte, ich fahre oben, dass du unten fährst, aber gut. Ich hab dich nicht gesehen und du hast nichts gesagt. Ich hab einmal hier auf in der Aufnahme. Mhm. Aber ihr macht das ja schon. Ich muss es gerade fixen, die Scheiße. Ja, und alle Kameras. So, Mann, ich fahr oben, ne? Okay. Die Koralle weiß ich jetzt, wie es geht.
Das ist schön. Und die finde ich eigentlich auch echt einfach. Unten? Ja. Ah, jetzt muss ich nochmal. Jetzt sieht das verliebt sich aus. So! So. Fahr ich dann auch mal los, wa? Mhm. Nice. Ich fahr unten. Oder jetzt oben gegen Ares. Rechts war gerutscht, ja. Ja, deswegen. War gar nicht knapp, Ares, ne? Nö. Da musste ich übrigens auch so ein bisschen gegen tippeln, aber ja. Oh, schon wieder so eine Tube. Muss ich oben lang? Ja, ne? Ah. Nee, unten. Ich hab verkackt. Ich hab den Punkt noch nicht gehabt, ne? Aber ich bin jetzt erst bei Sarah. So. Jetzt musst du jetzt auch so keine Runden drehen im Death Tube da hinten. Keine? Jo, hat dazu gebaut. Also jetzt muss die Koralle auch wirklich sitzen. Bei mir und sitzen, okay. Ja, du sitzt doch gerade auf dem Stuhl, oder nicht? Ja, aber nicht auf der Koralle. Sitzt auch nicht auf der Koralle. Die sitzt auf mir. Okay, ich hab sie verkackt. Aber ich hab sie auch jetzt nicht ehrgeizig versucht. Hey, wie? Ich kann da keine Runden drehen. Ja, geht nicht. Hat er zugebaut. Also muss ich instant den Bumper nehmen. Ja. Ach du Scheiße. Ja, es soll ja auch ein bisschen anspruchsvoller werden, oder nicht? Ja, ich find's gut. Ich find's gut. Erinner dich an die Trainingsmap, die wir zusammen hatten, Olef. Apropos anspruchsvoll, Alter. Die eine Stelle, die hardcore glitchig war mit dem Pimmelbumper, Alter. Nach oben. Nein! Ja, da weiß ich aber, was man fehlt. Zu weit oben. Ich habe meine Koralle zu spät gemeldet. War ich gerade die ganze Zeit am Nachdenken, so, warte kurz, ich kann nicht keine Runden trennen. Ich muss den Buffer direkt nehmen. Also den Aussortierer. Jo. Natürlich verkacke ich. Ja, ich find's wenigstens fair, dass er eine ganze Runde noch gemacht hat. Da ist der Bumper. Nein, schon wieder überdreht. Beziehungsweise Aussortierer. Den habe ich jetzt gerade erst zum ersten Mal gesehen und ich habe auch den gleichen Fehler eigentlich gemacht, den du ganz gerne vorhin gemacht hast. Nicht steil genug nach oben fahren. Oh. Hallo. Hi. Ich bin unten, Bremse. Als ob wir den gerettet haben, Alter. Bilder. Mäh. Ja, die Koralle beherrsche ich irgendwie. Weil man da keine Leertaste hochmachen muss, ne? Nee, das nicht, aber da weiß ich kein, also keine Ahnung, aber da habe ich so das Gefühl, dass ich die. Mann, ich überdreh mich, ich weiß. So, hab sie. Mach die, glaube ich, wieder zu spät. Ich bin die Trottel. Hast du es gesehen, Ole? Es sah schön aus. Ich bin runtergefahren. Der Dodo Ares ist blau unterwegs, Alter. Oh, nee. Alzheimer kickt, sagst du. Ey, es war so beautiful.
Ja, aber ich finde diese Koralle hier an der Tube aus, also hier an der Spirale aus, unglaublich einfach. Mhm. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was Seid die da immer hat, ne? Der meckert ja auch mal so ein bisschen rum. Es soll gar kein Hate oder sowas sein, aber es ist mir jetzt schon oft aufgefallen. Warum überdrehe ich mich denn? Du denkst zu steil, also zu schnell. Beim einfachen Worten musst du langsam machen und beim doppelten Worten kannst du nur richtig Gas geben. Ja. Aber es nennt uns dann Federn, das ist schön. Besser ist. Besser ist. Olaf, du hast aber den Punkt schon, ne? Nö. Du hast ihn noch nicht? Lol. Hat er die ganze Zeit auf euch? Doch, wow! Schön mehr. Man hat den Punkt. Und mit dem Punkt erst, wenn ihr den Punkt habt. Ja. Mache ich jetzt vorher die Koralle oder auf der Spirale? Ich mache die auf der Spirale. Bei dem. Vor der Spirale mache ich immer. Du machst die vorher? Ja. Okay. Ich mache die mal ganz gerne genau. Ja, man kann sie auch aufmachen, aber ich finde es vorher leichter, weil du hast ja schon die ganze Zeit vorher gemacht. Nein, ich muss da runter. Hä? Ach, ich muss da Mischa machen. Hä? Okay, ich hab verkackt. So. Ja, okay, ich auch. Ja, deswegen, ich so, hä, wo muss ich hin? Hoch und da. Okay, ich meine, klar, ich kann die auch vorher machen. Bin so weit oben. Mich hat's weggedreht. Nee, mich nicht. Ja, ich hab aber auch zu viel, zu krass gegengebremst. Micha? Was muss ich machen? Ah, ich finde es so viel angenehmer, die wirklich auf der Spirale zu machen, ne? Okay. Ich meine, klar, vielleicht ist es auch einfach nur Vorsicht. So eine reine Gewohnheitssache. Weil ich es halt immer so mache, weißt du? Sarah, ich mache die zweite Koralle dann beim Übergang von der Spirale zu Tube. Oh. Also hochziehen, so wie eigentlich wie eine ganz normale Spirale. Genau. Oder? Genau. Ja. Amazing, Alter. Man muss auf einer Koralle. Ich habe die auch geschafft, nur war ich zu weit oben. Beim Korallentraining muss man eiskalte Koralle machen? Weiß ich nicht, hin. Nein! Ich bin oben gerade. Ich fahre alles gerade nochmal neu, weil ich verkackt habe. Also, ich habe nicht verkackt, ich bin immer noch in dem 2 drin. Aber ich habe mich vielleicht ein bisschen verfahren. Eure Wegfindung, ey. Ich habe nicht gesehen, dass man dahinter noch weiterkommt. Wohin? Es war zu früh. Oh ja. Ja, ich war jetzt zu krass und ich hatte Angst, dass du mir einen Arschtritt gibst. Nee. Ich riskiere es lieber, meinen 2 abzubrechen, als dich da wegzujodeln. Deswegen mache ich jetzt. Respektvoll hier, ey. Hä? Hm? Respektvoll hier. Nee, es ist eine Trainingsmap. Oh, scheiße, das war fast mein Spiegel, Alter. Ich mach gerne beim Motorradfahren gerne Spiegel mit. Kein Problem. Okay. Nein! Mann, ich bin viel zu weit oben. Nicht in der Tube. Psch, 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 psch. Ich lerne, ja?
Alles gut. Aber ich sehe so schlecht den Übergang. Warum fahre ich denn oben lang, wenn unten alles frei ist? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Billiger! Eigentlich hat das so gar nichts mit Skills zu tun. Das hat einfach nur damit was zu tun. Wo lang? Ich hab keine Ahnung. Was? Das war's schon? Jo. So. Ui. Die hab ich. The Apple is landing here. Gut, lol. Darf ich auch fahren? Oder wäre das ein Boxershort? Das, hallo, wir sind auf einer TX-Map, hör auf zu cheaten und Fahrrad. Nein, aber... Ihr habt den Micha verkackt. Ja, nö, nochmal. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ja. Da hast du Schwein gehabt. Nein, es war Skill. Aber du hast hoffentlich gerade gemerkt, dass du für die Koralle als solches gar nicht so unglaublich viel Speed brauchst. Ja. Entscheidender ist dumm von mir. Entscheidender ist die korrekte Ausführung der Technik. That's it. Ja, aber manchmal braucht man schon Speed bei der Koralle. Kommt halt drauf an, was für ein Element dann kommt, ne? Genau. Aber bei der geht es eigentlich easy. Warum? Das war nicht vernünftig gedreht, aber du hast es immerhin noch geschafft. Habe ich mich zu wenig überdreht oder wie? Für meinen Geschmack auf jeden Fall. Du bist wieder so in die alten Muster gefallen, dass du einfach nur ein bisschen nach oben fährst. Aber ich meine, es hat funktioniert. Wo bist du, Olaf? Unten. Ha! Und drehen. Gerade werden. Siehst du? Du warst nicht gerade. Mann! Oh! Oh! Ohne jemanden fronten zu wollen, Anime, glaube ich, kriegt diese Koralle nicht hin. Das heißt, du kannst da definitiv schon mal etwas, was er nicht auf die Kette kriegt. So, jetzt noch eine schöne Koralle. Hm? Die war zu früh. Nein, die war genau richtig. Genau so, richtig, ja. Oh. Die war genau auf dem Punkt, Alter. Oh, warum werde ich so langsam? Weil du noch die Bremseffekt hast, du das von Foot Bumper. Ja, setz jetzt. Du hast es. Nee, hat's geschafft. Ja, also. Lerneffekt war hoffentlich wie ein da. Toastbrot. Wieso? Hast du auch gut auf die Kette gekriegt. 43 Minuten. Ja, und? Ist doch egal, du hast trainiert. Oh, Olaf, wo sind sie? Muss ja auch erstmal noch eine ganze Ecke hin und her fahren. Ja. Wie gesagt, ich warte auf euch bis zum Punkt. Ja, meh, aber dann kannst du noch die Pünktchen mit. Ja. Theoretisch kannst du auch rein. Kommt erstmal hier die ganze Plattform auf. Ah, ich fand die Map als solches echt nice. Ja, ja. Ich auch. Die lässt sich gut fahren, baulich war die auch on point, fand ich. Ich find's auch schön, dass er so fiese Korallen mit drin hat. Also so verhältnismäßig fiese. Und nicht nur diesen 0815 Standardbrei. Sehr gut, sehr gut. Soll ich rein oder? Ja, du kannst rein, ja. Jo, kannst. Olaf ist auch da. Perfekt. Oh, ja, jetzt gibst du aber an, Olaf. Na, ja, komm voran. Ich hab's nicht gesehen. Ja, nee, von du ruhig. Okay. Gut. Ja. Lerneffekt. Frau, oh, sag was. War da? Ja, ne? Vielleicht? Ja, doch schon. Ja, doch aber schon. Jetzt muss ich halt gucken, ob ich es vielleicht bei anderen Maps jetzt auch hinbekomme. Ja, das werden wir dann in den nächsten Episoden sehen. Denn für heute sind wir auf jeden Fall am Ende angelangt. Olaf, ich danke dir für deine Geduld, deine Zeit.
und für dein Teaching, ja. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken, Partner zu Gaming, Feedback und der Merch sind natürlich verlinkt. Genauso wie diese Map zum selber zocken, ne, Salzi? Ne? Ich bedanke mich super herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Öl. Und auch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüdü. Oh.